Es ist richtig, dass die geostrategischen Verschiebungen in den asiatisch-pazifischen Raum Reaktionen auch gerade seitens der Amerikaner erfordern und auch bedingt haben. Gleichwohl sehen wir uns in der Ostsee nach wie vor der Solidarität versichert durch die USA. Wir haben dort verschiedene Übungsvorhaben, an denen die Amerikaner durchaus mit Wucht teilnehmen auch. Und diese Teilnahme an solchen Manövern ist natürlich ein politisches Signal der Solidarität innerhalb des Bündnisses und ist immens wichtig. Uns ist daran gelegen, eben diese Ostsee nicht zu einem Mare Clausum zu machen, sondern die Offenheit zu gewährleisten. Und dazu dient auch diese Teilnahme an solchen Manövern.